Kapitel 16 vom Buch Non Solar. Vertrauliches Gespräch. Die mütterliche Zuwendung war mir großer Trost und bewirkte, dass meine inneren Kräfte sich erneuerten. Meine Mutter sprach von ihrem Engagement, als sie es in ein wohltuender Ausgleich für all das Leiden und die Schwierigkeiten, die sie mit Fassung ertragen hatte und denen sie noch Freude abgewinnen konnte. Es gelang ihr sogar, die widrigsten Umstände in erhabene Lektionen zu verwandeln. Ich war von ungeahnter, unaussprechlicher Freude beseelt. Ihre Ausführungen richteten mich auf ganz besondere Weise auf. Ich fühlte mich anders, fröhlicher, voller Mut und glücklich. O meine Mutter, sagte ich gerührt, die Sphäre, in der du wohnst, muss wunderbar sein. Welch ein Glück, welch erhabene spirituelle Denkweise. Sie lächelte vielsagend und erwiderte, auf höheren Ebenen wird von uns größerer Einsatz und vermehrte Hingabe vorausgesetzt. Glaube nicht, dass deine Mutter sich einem geruhsamen Leben hingibt oder sich von den wahren Pflichten fernhält. Ich hoffe, du verstehst, dass ich mich nicht über meine Lage beklage. Damit möchte ich nur ausdrücken, dass ich mir meiner Verantwortung bewusst bin. Seit ich von der Erde zurückkam, arbeite ich sehr intensiv an unserer spirituellen Erneuerung. Viele Wesenheiten klammern sich nach ihrem körperlichen Tod an ihren irdischen Familien fest. Sie rechtfertigen sich damit, dass sie die Hinterbliebenen immer noch zu sehr lieben und sie nicht loslassen können. Hier wurde ich belehrt, dass sich die wahre Liebe erst dann in eine Quelle von wahren Segen verwandeln kann, wenn sie eine aktive Liebe ist. Seit meiner Ankunft bemühe ich mich, dass mir das Vorrecht gewährt wird, meinen Lieben helfen zu dürfen. Und mein Vater, fragte ich, wo ist er? Warum hat er dich nicht begleitet? Auf dem Gesicht meiner Mutter erschien ein sorgenvoller Ausdruck und sie sagte, ach, dein Vater, seit 12 Jahren hält er sich in einer sehr dichten Gegend der Schwellenregion auf. Als er noch auf der Erde lebte, war alles mehr Schein als Sein. Nach außen ehrte er die Familie. Zur Geschäftselite gehörend, verhielt er sich äußerst zuvorkommend und höflich. Um den Schein zu wahren, besuchte er regelmäßig den Gottesdienst. In Wahrheit aber war er charakterlich ein schwacher Mensch, die sich erlaubte, außereheliche Beziehungen zu haben. 2 von diesen Beziehungen waren mental mit einem weiten Netz von bösartigen Wesen verknüpft. Mein armer Laerte erlebte bei seinem Ableben einen herben Übergang in die Schwellenregion. Denn diese unseligen Wesen, denen er Großes versprochen hatte, warteten ungeduldig auf ihn und hielten ihn erneut im Netz der Illusionen fest. Anfangs versuchte er sich zu wehren, strengte sich an, mich zu finden. Es fehlte ihm jedoch die Erkenntnis, dass nach dem Tod des Körpers die Seele in den Zustand verbleibt, in dem sie gelebt hat. Deshalb war es meinem Laerte nicht möglich, meine geistige Anwesenheit wahrzunehmen.
Er bemerkte ebenfalls nicht, dass auch andere enge Freunde sich liebevoll um ihn kümmerten. Auf Erden hatte er sich zu lange den Illusionen hingegeben, hat den spirituellen Aspekt seines Wesens nicht beachtet. Infolgedessen schränkte sich sein Schwingungsfeld sehr ein, und nach dem Tod seines physischen Körpers sah er sich in der Gesellschaft der Wesenheiten wieder, mit denen er sich damals aus Fahrlässigkeit mental und gefühlsmäßig einließ. Für eine gewisse Zeit gelang es ihm, die Familienprinzipien und seine Liebe zu uns in seinem Bewusstsein wachzuhalten. Er kämpfte und konnte den Versuchungen widerstehen. Dennoch fehlte ihm die Kraft, seine Gedanken auf das Gute auszurichten, und er wurde wieder von den Schatten eingeholt. Ich war entsetzt und fragte nach, ist es nicht möglich, ihn von diesem scheußlichen Zustand zu befreien? Mein Sohn, erklärte mir meine Mutter, ich besuche ihn öfters, er kann mich noch nicht wahrnehmen, zumal er sich in einer dichteren Schwingungsebene aufhält. Dennoch versuche ich ihn gedanklich dazu zu bringen, sich neu auszurichten und auf den Weg des Guten zu begeben. Zuweilen gelingt es mir, dass er einige Tränen der Reue vergießt, aber leider bleibt es dabei. Denn diesen unglückseligen Wesenheiten, mit denen er verkettet bleibt, gelingt es immer wieder, ihn meinem guten Einfluss zu entziehen. Seit vielen Jahren setze ich mich sehr intensiv für ihn ein. Ich bat meine Freunde, die in 5 verschiedenen höheren spirituellen Organisationen tätig sind, einschließlich unsere Kolonie Nausolar, mich dabei zu unterstützen. Einmal ist Clarencio beinahe gelungen, ihn zu bewegen, ins Ministerium für Erneuerung mitzukommen, aber es war vergebens. Es ist wie bei einer Petroleumlampe, die ohne das notwendige Öl und Docht kein Licht geben kann. Laerte muss sich mental öffnen. Nur so können wir ihn auffangen und ihn einer neuen geistigen Sicht näher bringen. Leider verharrt er in Passivität und pendelt zwischen Gleichgültigkeit und Rebellion. Nach einer langen Pause seufzte sie und sprach weiter. Vermutlich weißt du es noch nicht, aber deine Schwestern Clara und Priscilla befinden sich ebenfalls in der Schwellenregion und sind immer noch sehr stark mit der Erde verbunden. Von mir wird erwartet, dass ich auf die Bedürfnisse aller eingehe. Bislang konnte ich nur auf die liebevolle Mitwirkung deiner Schwester Luisa zählen. Sie ist hierher gekommen, als du noch klein warst. Sie musste lange auf mich warten. Es dauerte eine Weile, bis ich kam. Von da an war sie bei meiner Aufgabe, der Familie auf Erden beizustehen, die starke, stützende Hand. Sie hat sich mit viel Mut für deinen Vater, für dich und deine Schwestern eingesetzt. In Anbetracht der großen Verwirrungen, die in unseren Familien auf Erden herrscht, ist sie letzte Woche dorthin zurückgegangen, um in der Familie wiedergeboren zu werden. Eine heroische, erhabene Tat der Selbstlosigkeit. Ich hoffe, du erholst dich schnell, damit wir gemeinsam für das Gute einarbeiten können. Die Informationen über meinen Vater überraschten mich. Von welchem Kampf war hier die Rede?
War er denn nicht ein ehrlich praktizierender Katholik? Empfing er nicht jeden Sonntag die Kommunion? Mutters Hingabe beeindruckte mich und ich fragte sie: Du hilfst Vater trotz seiner Beziehungen zu diesen boshaften Frauen? Nenne sie nicht so, gab sie zu bedenken. Nenne sie eher unsere kranken, unwissenden oder unseligen Schwestern. Sie sind ebenfalls Töchter unseres Vaters. Ich bitte nicht nur für Laerte, sondern auch für Sie, und ich bin überzeugt, dass ich den Weg gefunden habe, wie ich sie liebevoll zu mir holen kann. Diese großartige, selbstlose Geste erstaunte mich. Ich musste unmittelbar an meine eigene Familie denken und fühlte, wie ich immer noch an meine Frau und an meinen lieben Kindern hing. Gegenüber Clarenzi und Lysias versuchte ich immer, meine Gefühle zu unterdrücken und meine Fragen herunterzuschlucken, aber das Vorbild meiner Mutter gab mir Mut. Irgendwie spüre ich, dass meine Mutter nicht sehr lange an meiner Seite bleiben würde. Deshalb nutzte ich die schnell vergehende Zeit und fragte: Du hast Vater voller Hingabe begleitet. Was weißt du über Celia und die Kinder? Ich warte voller Freude auf die Gelegenheit, zu ihnen zu gehen und ihnen helfen zu können. Sie haben sicher auch Sehnsucht nach mir, wie ich nach ihnen. Wie qualvoll muss diese Trennung für meine Frau sein? Meine Mutter lächelte traurig und meinte: Ich habe meine Enkelkinder regelmäßig besucht. Es geht ihnen gut. Sie überlegte kurz und fügte hinzu: Du sollst dir keine Sorgen machen, wie du deiner Familie helfen könntest. Damit wir erfolgreich sein können, musst du dich zuerst vorbereiten. Ende des Kapitels 16.